Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Der Sommer steht vor der Tür, die Vögel zwitschern, Sonne scheint. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt, habe meinen Rucksack vollgepackt. Und im heutigen Video soll es darum gehen, was ich da alles so drin habe. Also schaut mal rein und bis gleich. Gucken in das gute Stück, was wir da so Tolles drin haben. So, also das Herzstück meiner Arbeit, der Gimbal, ganz wichtig. Ich habe jetzt in meinem Fall einen Ronin SC, das ist ein Einhandgimbal, der ist recht klein. Früher hatte man noch diesen Ronin L oder Ronin M, das war so ein großer Gimbal, den man mit zwei Händen tragen musste, aber das ist relativ kompakt und klein. Dazu habe ich hier noch einen kleinen Stand, den schraube ich einfach unten dran. Aber der Gimbal ist natürlich nicht alles. Viel wichtiger und das eigentliche Herzstück ist natürlich die Kamera. In meinem Fall sind das zwei Kameras. Zum einen die A7 III. Hier mit einem 2470 G-Master von Sony. Ist ein schönes variables Objektiv mit einer Brennweite, die eigentlich immer gut funktioniert. 24 als Weitwinkel und 70 als Telebereich. Und dann eben die durchgängige Blende 2.8. Funktioniert immer sehr gut. Und ist auch ein Objektiv, was ich tatsächlich sehr oft drauf habe für Handheld-Geschichten. Durch die 5-Achsen-Stabilisierung von der Kamera brauche ich nicht unbedingt ein Gimbal dafür und kann die super schön in der Hand führen. Und neben der Vollformat-Kamera habe ich auch noch eine APS-C-Kamera, das ist die A6600. Und hier habe ich das 16-35 G-Master-Objektiv drauf. Die ist ein bisschen neuer als die A7 III und hat dafür ein paar coolere Features, was den Autofokus angeht. Dazu gibt es nochmal ein extra Video, verlinke ich hier oben, extra nur über Autofokus-Geschichten, wie ihr den einstellt, und da erfahrt ihr mehr. Und natürlich muss auch ein Teleobjektiv her, in dem Fall ein 100-400, super geil, um halt eben auch Tiere zu fotografieren oder Sachen, die weiter weg sind. Wenn ich das auf die A6600 packe, also meine APS-C-Kamera, habe ich noch einen Crop-Faktor von 1,5. Das heißt, aus der 400 Maximalbrennweite werden dann auf einmal 600. Das ist natürlich super cool, um eben noch näher an die Objekte ranzukommen. Das sind die Vollformat-Linsen, die ich nutze. Ich habe noch zwei APS-C-Linsen. Das ist einmal ein 35-1.8 und ein 10-18 Blende 4. Sehr günstige und leichte Objektive. Das ist zum Beispiel das Objektiv, was ich sehr oft auf dem Gimbal nutze, weil es einfach auf der A6600 ein super schönes Weitwinkel ist und gerade für die Hyperlapse-Geschichten, die ihr im Transibian Dream Video gesehen habt, dazu gibt es auch ein Video, einfach nur mal in die Infobox klicken, war das das meist eingesetzte Objektiv. Ja, und die beiden Objektive nutze ich tatsächlich sehr oft, also das 10-18 für Weitwinkelgeschichten und das 35-1.8 eben für Porträtgeschichten, beide auf dem Gimbal, auf der A6600, sehr schön, schöne Sache. Weiter geht's im Programm mit Filtern. Das ist natürlich auch immer was, was man braucht. Gerade im Videobereich ist es halt eben wichtig, dass man einen ND-Filter dabei hat. Das ist nichts anderes als eine Sonnenbrille, die machen das Bild ein bisschen dunkler. Da gibt's fixe NDs wie diese oder halt eben variable NDs wie diese. Vorteil beim variablen ND ist halt eben, dass ich ein ND drauf habe und nicht ständig wechseln muss und dementsprechend einfach ohne die Blende ändern zu müssen, vorne einfach die Intensität ändern kann. Neben den ND-Filtern habe ich hier noch Step-Up-Ringe. Das ist einfach nur, um die ND-Filter auf verschiedene Objektive zu adaptieren, weil die ND-Filter haben einen bestimmten Durchmesser und damit kann man die quasi auch auf kleinere Objektive drauf machen oder eben auf größere. Also es gibt Step-Up- und Step-Down-Ringe. Ganz wichtig und oft vernachlässigt beim Film ist der Ton. Ich nutze das Sony Shotgun-Mikrofon. Da hat man sehr viele Einstellmöglichkeiten. Man kann das von digital auf analog stellen, hat drei verschiedene Charakteristiken, hat Filter mit drin, kann verschiedene Gains zuschalten und kann eben auch manuell direkt am Mikrofon pegeln. Zum Thema Audio und Mikrofone gibt es noch mal ein extra Video. Einfach hier oben klicken und dann könnt ihr darüber auch noch ein bisschen mehr erfahren. Als kleines Gimmick habe ich hier noch die RX0 von Sony. Das ist eine kleine Actionkamera, die ist super klein, wasserdicht, also kann ich mit unter Wasser nehmen ohne zusätzliches Cage. Und die ermöglicht mir halt eben Aufnahmen ähnlich parallel zu einer GoPro. Schön ist halt eben, selbe Menüführung wie bei allen Alpha-Kameras, also selbe Farbprofile, 4K und ich kann die halt super gut matchen. Ja, sehr viel befahrene Straße hier. Es ist natürlich heute schönes Wetter, Fahrradfahrer, hier lustiger Kameramann und sehr, sehr viel Verkehr, deswegen dauert das auch so lange. Aber wir kriegen das hin. Gell, Pascal? Yep. Was eben auch ein sehr cooles Feature ist, ich kann die Kamera einfach hier auf den Blitzschuh packen und habe dann eben eine Kamera on top und kann eben so hier mit dem 24mm Weitwinkel eine Aufnahme ziehen und dann hier eben mit dem 70mm oder eben noch mehr Telebereich die eigentliche Main-Aufnahme ziehen und habe so zwei Aufnahmen aus dem gleichen Blickwinkel. Neben Ton auch ganz wichtig, Licht. In dem Fall hier ein kleines RGB-Licht. Das nutze ich halt eben, um Personen ein bisschen aufzuhellen, verschiedene Farbakzente zu setzen. Nimmt nicht viel Platz weg, kann man über die Powerbank laden. Von daher auf jeden Fall immer gut im Gepäck. Da sind schon fast die wichtigsten Sachen, aber eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, bevor ich zu den kleinen Sachen komme. Eine Mavic 2 Pro, sehr kleine, kompakte Drohne. Ich habe hier drei Akkus mit drin, habe hier eine Fernbedienung mit drin und halt eben die Drohne.
ND-Filter, Speicherkarten und das passt halt einfach super hier oben mit rein und nimmt neben den ganzen Objektiven und Kameras gar nicht so viel Platz ein, wie man denkt. Wenn ich mal was mit dem Stativ mache, dann reicht mir meistens hier so ein kleines Gorilla-Pod. Das ist so ein kleines, biegsames Stativ. Das passt, ihr habt ja gesehen, super hier in die Seitentasche rein. Da haue ich meine Kamera drauf oder halt eben auch mein Licht. Je nachdem, wenn ich das Licht irgendwo am Baum hängen haben möchte, dann kann ich mir das hier so um den Baumstamm drumherum machen. Oder halt eben, ich könnte das jetzt auch hier einfach an die Bank dran machen. Ich bin halt super flexibel. Es hält halt überall. Kamera drauf und los geht's. Und es ist halt ein sehr schönes Gimmick, so einfach um flexibel zu sein und nicht so ein großes Stativ mitzuschleppen. Der Rucksack ist fast leer. Hier habe ich noch ein Multitool. Nichts anderes als ein kleines Werkzeug. Da habe ich ein Messer dran, eine Zange dran, verschiedene Schrauben, Dreher und Zieher und halt hier eben verschiedene Imbusgeschichten. Und so bin ich halt eben flexibel, wenn ich mal irgendwas reparieren muss. Klebeband, in meinem Fall jetzt hier verschiedene Gaffer-Tapes, einfach um Marken zu setzen, Schärfemarken oder halt eben einfach mal schnell was abzutapen. Last but not least, Reinigung, natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Da habe ich hier mein Blasebike, mit dem mache ich den groben Schmutz erstmal von der Linse weg oder halt manchmal auch Sensorflecken, wenn man da so ein bisschen mit wegbekommt. Weil, ja, es gibt nichts Schlimmeres als dreckige Linsen oder halt eben ein Staubkorn auf der Linse. Oder es gibt nichts Schlimmeres, einen Pinsel, um eben Sand wegzubekommen, wenn man gerade am Strand dreht oder so, immer sehr schön. Feuchte Reinigungstücher, ein Reinigungspen und halt eben auch hier immer ganz wichtig am Mann zu haben, ein Reinigungstuch, um halt eben die Linse sauber zu halten. Genau, und in diesem Sinne war es das auch. Ich werde jetzt hier das ganze Zeug mal durchputzen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Viele Grüße, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Dennis.